Ja, hallo, Michael Kotze, der Ruxelsinnimmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten heute. Ja, reagiere ich mal auf Karl S. Hat der sich ein bisschen verändert? Ne? Ich habe schon S und Partner heißt der YouTube-Kanal jetzt. Ich wusste es gar nicht. Ist das ein neuer Kanal? Ich dachte, Karl S. Hat er den jetzt umbenannt? Nee, es gibt hier ein paar Videos. S und Partner, okay. Okay, das ist ja cool. Also, ich war echt Fan von Karl S. Ich habe den ja auch schon mal interviewt, vor 2 Jahren oder so. Es gibt da auf meinem Kanal hier ein Interview, keine Ahnung, 5 Minuten oder so. Ich war echt großer Fan, so ein bisschen, ja, er hat sich echt sehr oft geändert jetzt, ne? Sein Image so ein bisschen geändert, dann hat er ein bisschen Bitcoin-Trading gemacht oder so als Bots. Und wo ich schon am Anfang dachte, boah, das kann doch nur nach hinten losgehen. Ja, alles andere ist Geschichte. Ne? Bitcoin ist durch die Decke gegangen. Millionen verloren, um 1000 Euro zu sparen. Mein größter Fehler. Okay, ich bin mal gespannt, was sein größter Fehler ist. Vielleicht ist er ein neuer Kanal. Mag dich und nicht, ist auch deaktiviert. 66 Kommentare hat er aber schon. Ist der lächerlich? Okay. Parodien haben mehr Klicks. Okay, das ist schon echt. Also, ich war echt Fan. Das war irgendwie schon am Anfang mein Vorbild, wo ich noch Flaschen gesammelt habe in Berlin 2015 und so rum. Und ich habe gerne seine Videos angeguckt und inspiriert jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, er hat sich echt verändert, ne? So vom Gesicht her, Brille und so. Meine größten Fehler als Unternehmer. Also die Liste ist sehr lang, die Liste ist sehr groß. Wenn ich all meine Fehler aufzählen würde, dann würden wir heute nicht mehr mit dem Video fertig werden. Und vorweg eine Sache. Ich kenne sehr viele Unternehmer als Kollegen und ich kenne aber keinen, der im Endeffekt im Internet groß geworden ist, auch dort alle seine Fehler gemacht hat und alle Fehler auch deswegen sichtbar waren. Und ich werde so oft von Leuten angesprochen, die keine Unternehmer sind, die sind vielleicht noch angestellt, die sind auf dem Weg in die Selbstständigkeit und die sagen, Karl, du hast ja schon so viele Fehler gemacht, warum sind dir so viele Fehler passiert? Und dann sage ich, du, das waren eigentlich im Verhältnis gar nicht so viele Fehler, das war ganz normal, das war auch irgendwo im Rahmen. Bei mir hat man sie einfach nur öffentlich gesehen. Und ich möchte jetzt mal ein paar Fehler durchgehen. Also ich habe Millionen Euros verbrannt an... Millionen Euros, okay. Ah, ich bin echt mal gespannt. Weil, Fehlinvestitionen. Ich habe Firmen aufgebaut, die gar nicht mir gehört haben. Ich habe Firmen gegen die Wand gefahren. Ich habe mein Image beschädigt. Ich habe persönliche und private Beziehungen kaputt gehen lassen oder selber teilweise... Okay, das wird ja voll die Ansage hier. Das wird ja voll die Ansage. Ja, aber hey, jeder macht Fehler. Ne? Also das habe ich schon ein paar Mal gesagt oder so. Jeder macht sicherlich Fehler. Aber manchmal glaube ich, der Karl... macht sehr viele Fehler. Er macht auch sehr viele Projekte. Ne? Also er macht sehr, sehr viele Projekte und dadurch natürlich auch viele Fehler. Ob er jetzt überdurchschnittlich viele Fehler macht, keine Ahnung. Aber weil er einfach so viele Projekte macht und andauernd was anderes hat, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit groß, in die Scheiße reinzugreifen. Ist so. Ich habe kaputt gemacht und ich habe einen Haufen an Fehlern gemacht, die ich teilweise bereue, die ich teilweise nicht bereue. Vielleicht nochmal ganz kurz mein Umgang mit Fehlern. Ich schließe die Vergangenheit immer komplett ab. Das war's. Und ich versuche es einfach in Zukunft besser zu machen. Und ich werde jetzt mal durchgehen, was es für Punkte sind und was ich auch bei anderen sehe, was einfach verbesserungswürdig ist. Dann werde ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also, Punkt Nummer 1, was ich sehe, ist, das sehe ich bei Unternehmern, aber natürlich auch bei sehr vielen Mitarbeitern aus meinem Team, und zwar das Thema Selbstmanagement. Menschen haben ja im Regelfall ihr Businessleben und ihr privates Leben. Und wenn Menschen privat in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wenn sie private emotionale Probleme haben, wenn sie private Zeitmanagement-Probleme haben, wenn sie private gesundheitliche Probleme haben, dann kommen sie immer aus der Spur. Deswegen ist es auch zum Beispiel mir so wichtig, dass wir unserem Team, allen Mitarbeitern immer auch in diesen Bereichen Tipps geben. Das heißt also, wir geben den Zeitmanagementplanung an die Hand, wie soll man mit emotionalen Problemen umgehen, Ernährungs- und Trainingspläne für die Gesundheit, also all diese Dinge,
Denn ich sehe sehr viele Unternehmer, die schauen sich ihren Businessplan an, Marketing, Vertrieb, Produkt, alles Mögliche, aber die haben zum Beispiel ein niedriges Energielevel. Die schlafen nicht richtig, die haben privaten Stress, die haben privat zu viele Ausgaben. Und man kann kein Unternehmen managen, wenn man sich selber nicht managen kann. Ja, okay, das stimmt. Aber Millionen verloren, um 1000 Euro zu sparen. Das Thema, meine Größen für ja, das stimmt. Aber Deswegen ist der allererste Punkt für mich Selbstmanagement. Du brauchst einen Trainingsplan, Ernährungsplan, geregelten Tagesablauf, emotionale Kontrolle. Oder du verdienst einfach nur 5000 Euro und lebst in Freiheit. Und genießt dein Leben und hast nicht zu viel Kontrolle und da und da und da einen Zwang und so weiter. Und du reist um die Welt. Und willst überhaupt kein Unternehmen aufbauen, was Millionen schwer ist oder so, wo du dann halt nur Sorgen hast oder sonst was, sondern du willst einfach mit 5000 Euro, 10.000 Euro oder so einfach abends sich hinlegen und sagen, hey, cooles Leben, ich kann morgen wieder 5 Stunden mit dem Fahrrad am Strand fahren oder so. Es gibt ja auch diese Leute. Ne? Ich rede jetzt nicht von den digitalen Nomaden, die in Asien sind und so und mit 800 Euro um die Runden kommen wollen oder so oder in ein Van-Leben oder so, und sondern schon gutes Geld verdienen. Tolle Ziele, aber keine Millionen Unternehmen aufbauen wollen und wollen alles regeln und wollen ja nur die Kacke fressen, die auf dem Plan sitzt für nächste Woche. Wollen das essen, worauf sie Bock haben. Gibt's ja auch. Ne? Weil die sagen, okay, wir leben nur einmal, wir wollen es auch genießen. Ne? Du musst gesund sein und du darfst auch keine Ablenkungen haben. Ich sehe so viele Leute, die sind auf Social Media oder die machen nebenbei Aktientrading oder irgendwas. Wer hat eigentlich die geilere Uhr? Karl S. oder ich? Ja, warte mal. Oh, ja, komm. Mach mal groß. Boah. Das ist natürlich so ein bisschen. Kann man das scharf stellen? Karl? Kamera? Wer hat die geilere Uhr? Ah, was sagst du? Wer hat gewonnen? Nein, das ist kein Spiel. Okay. Aber die goldene, oh, die ist schon, welche anderen Investments und das zieht einfach Ressourcen von der eigentlichen Firma weg. Dann der zweite Punkt, kein langfristiger, klarer Businessplan. Ich weiß, kein Businessplan wird genau sein. Kein Businessplan wird zu 100% stimmen. Bitte. Eigentlich die meisten Businesspläne, gerade wenn du so einen machst für die Existenzgründung, putzt dir damit den Arsch ab. Du kannst dir damit den Arsch abputzen, es wird sowieso alles anders sein, wie du dir das vorgestellt hast vor der Gründung. Nachher, wenn du ein bisschen Erfahrung hast und so, das ist vielleicht ein Ticken anders, aber eigentlich kannst du dir immer, auch nach 10 Jahren Unternehmertum, kannst du den Arsch abputzen. Was ist, wenn du dann halt im Januar 2020 einen Businessplan gemacht hast und hey, ich mache noch 3 Restaurants auf und keine Ahnung was. Und dann am 15. März oder so rum sagt die Bundeskanzlerin, wir machen einen Lockdown, alle Restaurants zu oder so. Das ist natürlich ein Extremfall, der extrem ist, aber es ist aber ein Extremfall. Aber ein Businessplan ist eher so, ja. Du musst als Unternehmer auch manchmal auf Sichtweite fahren und schnelle Entscheidungen treffen, wenn ein neuer Hype kommt. Zum Beispiel, mein größter Fehler war Krise, März. Ich habe das nicht gesehen, dass die Leute Homeoffice machen wollen. Und da sofort nochmal Content zu produzieren, welches die beste Webcam, Amazon Affiliate Links draufpacken, Homeoffice Tipps geben, einen Videokurs machen zu Thema Zoom. Es sind Zehntausende, Hunderttausende Leute, die das erste Mal Zoom benutzen und denen hätte man ein Training verkaufen können zum Thema Zoom nutzen und Tipps und Tricks und sowas alles. Das entscheidet sich aber ruckzuck. Du kannst einfach Hunderttausende von Euros machen, einfach mit der neuen Begebenheit, ohne einen Businessplan für 10 Jahre zu haben. Du musst im Affiliate-Marketing und Online-Marketing sehr, sehr schnell reagieren müssen. Und das Geschwätz von gestern ist mir scheißegal, wenn sich auf einmal eine neue Gegebenheit auftut oder so. Ne? Wie jetzt bei den Zoom-Kursen oder so. Dann ist es mir egal, wenn ich dann halt im Januar gesagt habe, boah, Zoom, es gibt da ein paar Kurse oder so, es sind nicht so viele Nutzer, die da halt, und brauchst du nicht machen oder so. Im März hat sich das auf jeden Fall geändert. Wenn ich das im Januar gesagt hätte, hey, es lohnt sich gerade nicht oder so, im März war meine Meinung eine ganz andere. Also, wie gesagt, muss man immer so einen langen Businessplan haben?
ja, man sieht das bei den Konzernen, ne? Die haben immer lange Businesspläne oder so. So Mercedes oder so, die haben lange Businesspläne. Die Mercedes hat 10% von Tesla besessen. Haben die einen Verkauf für ein paar Euro. Ich glaube, die haben einen Gewinn gemacht oder so. Aber mit den 10% von Tesla kannst du heute Mercedes kaufen. So viel zum Thema Businessplan der großen studierten Leuten bei Mercedes. Aber einen groben 5-Jahresplan, einen 1-Jahresplan, einen Quartalsplan, einen Monatsplan, Wochenplan, Tagesplan. Eine To-Do-Liste Tag und Woche habe ich. Und dann ist es mir egal. Ja, ich habe Ziele. Ziele habe ich. Ich weiß, wo ich hin möchte, aber das ist einfach nur ein Ziel. Vision Board, habe ich auch. Ne? Vision Board, meine Tasse, ein Mauspad. Das ist ja so das Vision Board von 2020. Ja, wir haben schon ein Jahr länger. Aber ich habe bis jetzt nur die Uhr erreicht, die jetzt hier drauf ist. Ach, die Uhr ist da drauf. Da habe ich sie noch nicht besessen. Da hatte ich auch das Geld noch nicht auf der Seite, aber die Uhr ist da drauf. Es sind noch ein paar andere Sachen drauf. Muss ich noch ein bisschen erreichen. Ne? Also Ziele setzen, ja, auf jeden Fall. Aber ist es wirklich ein Businessplan oder muss man erst mal gucken? Und gerade auch beim Marketing, es ändert sich ja etwas. Die Konkurrenz, du musst ja manchmal auch auf die Konkurrenz agieren. Also, ne? So, was macht die Konkurrenz? Muss ich darauf reagieren oder ist es mir egal? Ja, ist meine Meinung. Meine Meinung. Business-Tagebuch. Ich meine, Kales hat höchstwahrscheinlich ein paar Millionen mehr wie ich, hat auch ein bisschen mehr Erfahrung, hat ein größeres Netzwerk und so. Gar keine Frage. Ne? Also, ich weiß es nicht. Ne? Also, es könnte sein, dass er ein paar Millionen mehr hat. Er sollte ein paar Millionen mehr haben. Sagen wir mal so. Ich kenne seine Finanzen nicht. Ich weiß auf jeden Fall eigentlich, wo ich ihn live getroffen habe, cooler Typ. Ich hätte gerne seine Produkte weiter promotet. Deshalb war auch dieses Interview und so, habe aber nie die Affiliate-Links bekommen. Und ich wollte die ganze Zeit immer die Produkte von KLS promoten. Die ganze Zeit, weil er hat natürlich eine Reichweite. Die Fitness-Bilder, damals schon wollte ich die Fitness-Sachen und so. Habe mich dann auch irgendwo in so einen Member-Bereich eingeloggt und angemeldet für Affiliates oder so. Passwort zugeschickt bekommen. Nee, ich habe mich angemeldet für Affiliates und so. Und dann konnte ich mich da nie einloggen. Dann habe ich da auch irgendwo mal hingeschrieben, hey, ich wollte die Sachen bewerben. Ich kann mir vorstellen, ich hätte Hunderttausende von Euros Umsatz für KLS gemacht. Das hat nie geklappt. Das hat nie geklappt. Auch dieses andere, der hat so ein Social-Media-Training für 600 Euro oder keine Ahnung was gehabt, was auch die Kräuter gesagt hat, dass das so cool ist und so. Ich wollte das immer bewerben und so. Aber irgendwie, die Affiliate-Links habe ich nie gefunden und die Seiten haben da nicht funktioniert oder irgendwas war da immer. Dass ich glaube, ich habe noch nie einen Cent mit KLS verdient. Also, wenn du Millionen, du hast auf jeden Fall Hunderttausende Euros verloren, vielleicht, weil du nicht mit mir zusammengearbeitet hast, lieber KLS. Weil das alles nie funktioniert hat. Das ist so lustig. Aber ich weiß, dass ich dann mich aktiv drum gekümmert habe und werde auch bei dem Event, ich habe seiner Freundin nochmal meine E-Mail-Adresse gegeben oder Telefonnummer. Ich sollte seiner Freundin die geben und die sollte mir das dann zuschicken oder so oder weiterleiten am Affiliate-Manager und so. Das ist halt so. Es gibt mehrere. Ey, Hermann Scherer, sein Affiliate-Manager. Ich habe sogar die rechte Hand von Hermann Scherer gesagt, hey, dein Affiliate-Manager meldet sich nicht bei mir. Den habe ich getroffen in Düsseldorf, seine rechte Hand, der immer die Haare so hoch hat. Name weiß ich jetzt gar nicht. Ja, der hat gerne die Sachen beworben. Ich bewerbe ja auch die Sachen von ein paar anderen Leuten. Ja, jetzt mittlerweile habe ich keinen Bock mehr. Ne? Jetzt kann er sich auch melden und so, aber überhaupt keinen Kontakt dazu. Das ist echt heftig. Das sind natürlich auch so Fehler, ne? Aber die sehen dann Leute nicht. Aber ich hätte sehr, sehr gerne Umsatz mit KLS gemacht vor 4 Jahren, so die Fitnesskurse noch und so. Und zwischenzeitlich ein paar Businesskurse, die auch gut waren und so. Und ich glaube, ich hätte einen guten Umsatz herangezogen und ich hätte auch gut seine Produkte verkauft. Aber ich weiß, dass ich mich nochmal angemeldet habe und dann haben diese für die Affiliate-Akademie, die er da hatte oder so, haben die Passworte nicht gestimmt, die mir automatisch zugeschickt wurde. Dann habe ich irgendwie so, ja, sie sind schon angemeldet und dann nochmal Passwörter, das hat auch irgendwie alles nicht funktioniert. Dann habe ich eine E-Mail geschickt, nie eine Antwort bekommen oder vielleicht eine Antwort bekommen, ich möchte jetzt nichts unterstellen. Die dann im Spam-Ordner gelandet ist oder keine Ahnung was, aber ja, sehr komisch. Buch ist für mich einfach essentiell, dass man einmal immer sieht, wo stehe ich,
wie schauen meine Zahlen aus, und ich habe auch immer einen Controlling-Partner. Und ein sehr großer Fehler ist, wenn man versucht, was alleine zu machen. Ich habe immer einen Trainingspartner, Businesspartner, Sparringpartner, immer. Und ich habe sogar zeitweise Menschen bezahlt, Assistenten bezahlt, dass sie mich kontrollieren und sagen, was wolltest du heute machen, was hast du gemacht, warum lief das gut, warum lief das nicht gut, wie schauen die Zahlen aus. Also ein richtiges Controlling. Ich schlage da ein Business-Tagebuch vor, ich schlage da einen Controlling-Sparring-Partner vor, selbst wenn man die Person bezahlt, denn als Chef, als Manager, als Teamleiter kann es auch oftmals einsam sein. Dann der dritte Punkt, falsche Geschäftspartner, falsche Mitarbeiter. Was bei Natürlich, falsche Mitarbeiter, raus damit. Raus mit den Viechern. Sagt die, wie heißt die? Ach, die ist leider tot, ne? Raus mit den Viechern. Also auf jeden Fall, falsche Geschäftspartner, ja, natürlich. Ne? Wenn du denkst, der Typ passt nicht zu meinem Businessmodell oder so, weg damit. Ja. Bei mir sehr häufig passiert ist es Folgendes, und zwar... Aber diese 1000 Euro, wo wurde er die 1000 Euro sparen? Wir sind jetzt schon bei der Hälfte des Videos angelangt. Ich fange ein Projekt an und wir machen zum Beispiel 50-50, aber dann mache ich 80% der Arbeit. Weil ich mich einfach ausgeruht habe oder weil ich mich darauf verlassen habe, was die für vorige Projekte gemacht haben oder was sie einfach behauptet und gesagt haben. Und ich prüfe jetzt jeden Geschäftspartner extrem genau, fast schon wie ein Detektiv. Und ja, wenn es um richtige Geschäftspartner geht, wenn es um vielleicht sogar Firmenzukäufe oder ähnliches geht, dann würde ich sogar so weit gehen und arbeiten wie ein Detektiv, mir den Lebenslauf, mir alles von A bis Z anschauen. Weil ich würde da einfach schon zu oft getäuscht. Im Businessleben gibt es natürlich Schwätzer, ne? Hey, das ist so. Ne? Da habe ich auch im Affiliate-Marketing, wie viele Leute da sagen, hey, oh, ich bin so ein toller Online-Marketer. Oder ich kenne jemanden persönlich, der ist einfach ein Verlierer-Typ. Der hat überhaupt keine Ahnung. Der verdient selbst kein Geld. Ich weiß, dass er kein Geld verdient, weil wir auch gemeinsame Freunde haben. Und der hat jetzt auch wieder einen Coach. Eigentlich kenne ich sogar zwei. Und die haben beide Coachings, wo die echt viel Geld abverlangen und wollen den Leuten etwas beibringen. Und ich weiß das, weil der eine, seine Freundin hatte sich sogar bei mir gemeldet. Ja. Ach Mann, es ist, da draußen sind sehr, sehr viele Schaumstähle. Da musst du aufpassen. Ne? Ich werde jetzt keinen Namen nennen und keine Ahnung was. Ich will die nicht schädigen oder so. Aber das ist sehr, sehr lustig, dass der eine überhaupt keine Ahnung hat vom Marketing und hat Marketing Seminare und so. Unfassbar. Ich habe Leute mit ins Boot geholt, die hatten dann doch Schulden, die hatten doch dies, die hatten doch das und konnten dann einfach nicht richtig mitarbeiten. Oder sie haben ganz andere Ziele oder sie sind einfach charakterlich nicht geeignet. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel uns Mitarbeiter anschauen, da gibt es einen Persönlichkeitstest, es gibt alle möglichen Fragen, die sich nicht nur auf die Kompetenz beziehen. Zu viele falsche Partner. Wie viele Wettbewerber habe ich mir selber aufgebaut? Muss man sich mal vorstellen. Wie viele Wettbewerber habe ich mir selber aufgebaut? Was? Ja, das finde ich auch immer sehr lustig bei Karl S., ne? So Tim Gabel und keine Ahnung was. Er hat sehr viele Leute hochgebracht und dann ja, sind die alle abgehauen oder so. Ne? Und er hat ja auch mehrere Sachen, ne? Bekleidungsmarke und. Also ein paar Sachen. Ich glaube, manchmal macht er zu viel und will zu viel und dann, ja, irgendwie, ich weiß es nicht, ich verstehe diese Person Karl S. nicht. Der richtig gute Fähigkeiten hat, der auch Social Media durchblickt hat, bevor es irgendwie ein anderer Fitnesstrainer hatte oder sonst was und hatte diese Skills und so und hat dann immer mal wieder so in die Kacke gegriffen. Warum? Ich weiß es nicht. Ne? Man hört ja auch immer nur von alten Leuten, Weggefährten hin und her. Sehr, sehr merkwürdig. Völlig unnötig war. Und das soll jetzt kein Hate sein oder so. Na, ich war echt mal ein großer Fan. Diese Zeiten, diese Energie in das eigene Unternehmen reingesteckt. Bessere Kameraleute, besseres Equipment, mehr Marketingbudget, bessere Berater, früher ein besseres Büro. Hätte ich da schon viel früher sein können. Dann der nächste Punkt,
zu schnell. Ein besseres Mikrofon könnte auch. Das heilt voll. Da sitzt er in so einem leeren Büro irgendwie. Diversifizieren. Also zu früh, bevor ein Produkt nicht wirklich gut läuft, schon das zweite Produkt auf den Markt bringen. Zu früh schon das nächste Projekt starten, bevor nicht das aktuelle Geschäft rund läuft. Und das liegt auch oftmals daran, man hört diesen Spruch, viele Millionäre haben 7 Einnahmequellen. Und dann will man oftmals gleichzeitig 7 Einnahmequellen aufbauen. Aber man sollte die eine nach der anderen, also eins nach dem anderen, aufbauen. Dann ein weiterer großer unternehmerischer Fehler war für mich auch zu viele Skandale. Also zu kurzfristig gedacht, komm, ich hole mir jetzt hier mit der und der und der Aktion Geld in die Firma rein, weil ich expandieren will. Aber er wird weise in den, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist, also dürfte ja viel jünger sein wie ich. Also ja, das mit dem Skandal, das war immer so ein bisschen und immer auch so unendliche Geschichte. Da nochmal ein Video hinterher, nochmal ein Video hinterher. Fand ich auch immer sehr, 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 sehr merkwürdig. Und ja. Ja, dann gab es einen Image-Schaden, der deutlich höheren finanziellen Verlust verursacht hat als der kurzfristige Gewinn. Dann ein weiterer Punkt, auch nochmal ganz wichtig, zu wenig Kontrolle, zu wenig überprüft, zu schlechte Anwälte. Ich wollte an Anwälten und an Steuerberatern sparen. Was ist passiert? Ich habe teilweise Verträge mit Athleten, mit Partnern gemacht, die einfach nicht wasserdicht waren, weil ich ein paar tausend Euro sparen wollte. Ich habe zum Beispiel damals den nicht kontrolliert, als er... Wem? Den Firmennamen einer Supplement-Marke, die wir gemeinsam hatten, auf sich gemacht hat, nicht auf die Firma. Das heißt, man muss sich mal vorstellen, der Patrick, der Mischa und ich, wir haben eine Supplement-Firma aufgebaut, wo wir davon ausgingen, wir sind hier in dieser Firma beteiligt und der Markenname gehört natürlich der Firma. Währenddessen hat der auf sich selber... Ach, der Ralf, keine Ahnung, Settler, keine Ahnung. Den Markennamen angemeldet. Und wir haben quasi die Rechte gar nicht gehabt. Er hat dann einfach irgendwann den Vertrag gekündigt, dass diese Firma diese Markenprodukte vertreiben kann, den Markennamen verwenden kann. Also solche Sachen sind mir schon passiert. Dass also komplette Firmenkonstrukte zerbrochen sind. Dann der nächste Punkt bei Fehlinvestitionen. Das war aber auch Bitch-Move, ne? Also, das ist, wenn man zusammen etwas gründet, also jetzt nicht von Karl, ne, sondern von der anderen Person ist das ein Bitch-Move. Ne? Also, man war nicht dabei, man weiß nicht, was abgesprochen wurde oder so, aber wenn das sich so zugetragen hat, ist das echt nicht cool. Ne? Ja, keine Ahnung. Man weiß ja nicht. Vielleicht wurde ja auch gesagt, hey, ja, meld du das mal an, wir sind immer Freunde oder so und keine Ahnung was. Die Firma hat jetzt gerade kein Geld oder so und wenn die Firma pleite geht, dann hast du wenigstens noch die Marke oder so. Keine Ahnung was, was da abgesprochen wurde. Deshalb bin ich da mal sehr vorsichtig oder sonst was. Und höchstwahrscheinlich, wenn du alle Beteiligte fragst, sagt dir irgendjemand was anderes, ja, wo hast du abgesprochen? Weil einfach zu viele Köche verderben den Brei. Du kannst, ne, kannst nicht mit 5 Leuten eine Firma gründen. Es muss einer das Sagen haben. Es muss einer am besten 51% der Firma besitzen und die anderen den Rest oder sowas. Einer muss das Sagen haben. Einer muss sagen, diese Richtung und nicht 5 Leute da. Ne? Ja, keine Ahnung, ich war nicht dabei. Deshalb ist es immer so schwierig. Aber es kommt immer wieder so dieser alte Müll bei Karl, was ich da schade finde. Ja, er könnte noch größer werden. Okay, wenn er nicht in die Politik gehen wollte. Ne? Einfach eine schlechte Due Diligence. Schlechte Kalkulationen. Man wusste nicht, wie viel Marketingbudget ist da. Wie viel Vertriebsbudget ist da. Also einfach all diese ganz wichtigen Punkte. Und jetzt abschließend, was ist nochmal wirklich für mich... Aber als Mentor könnte der echt cool sein, weil er natürlich diese Fehler gemacht hat. Und wenn du dich von den coachen lässt, persönlich, kann er dir sagen, ey, mach diesen Fehler nicht, den habe ich auch schon mal gemacht. Also, ne? Also jetzt als Mentor mit den seinen ganzen Erfahrungen über die Jahrzehnte gefühlt, könnte es sein, dass es sehr, sehr interessant ist, den als Mentor zu haben, zu sagen, ey, das habe ich auch schon gemacht, diesen Fehler, mach das nicht. Und das könnte der vielleicht Millionen sparen.
Ja, also ne, einfach mal, so ist es. Er hat Fehler gemacht. Du kannst aus diesen Fehlern lernen, wenn du ihn als Mentor hast. Oh, interessant. Das Allerwichtigste, der allergrößten Fehler. Punkt Nummer eins, keine ganz glasklare Positionierung. Wenn ich nicht ganz genau weiß, was mache ich für wen, in welcher Zeit, mit welcher Methode, mit welchem Resultat, aus welchem Grund, kann ich kein Marketing machen. Denn ich muss mich mit einer Positionierung, ich muss mein Produkt, ich muss mich irgendwo abheben. Ich muss mich irgendwo abheben. Ich kann nicht die nächste Fluglinie machen. Ich muss entweder wie Ryanair eine Billigfluglinie machen oder wie Emirates eine edle Fluglinie. Ich brauche irgendwo ein Alleinstellungs. KLS macht jetzt eine Fluglinie mit Privatjets. Das wäre geil. Ja, ich will sowieso mal Privatjet fliegen. Merkmal. Und dann muss ich meine Zielgruppe ganz genau kennen, dass ich Marketing machen kann und dass ich auch ein Marketingbudget habe. Ohne Marketingbudget kann ich nicht planbar jeden Monat eine Anzahl an Interessenten generieren. Und ohne Verkäufe oder ohne einen Verkaufsprozess habe ich keine Gewissheit, wie viel Umsatz ich machen werde. Und wenn ich keine Gewissheit habe, wie viel Umsatz ich machen werde, weiß ich ja nicht, wie viele neue Mitarbeiter darf ich einstellen. Welche neuen Büroräume darf ich anbieten? Da hat er recht. Also er hat schon was dazu gelernt, ne? Welche neuen Fixkosten kann ich mir anschaffen? Und als Unternehmer geht es ja wirklich darum, und zwar, wie viel Umsatz kann ich machen, dass ich weiß, wie viel Geld kommt rein, dass ich weiß, wie viel Mitarbeiter und Fixkosten kann ich bezahlen. Und wenn es da schon nicht stimmt, dann zieht sich das einfach durchs gesamte Unternehmen durch. Und deswegen sind wir auch anfangs Marketing- und Vertriebsexperten gewesen, bis wir dann hergegangen sind und gemerkt haben, wenn wir jetzt den Umsatz und die Anfragen um 50, 100, 200, 500% erhöhen, dann kommen die Unternehmen mit den internen Prozessen nicht mehr nach. Dann kommen die mit der Produktentwicklung und mit der Dienstleistungsabwicklung nicht mehr nach. Die kommen nicht mehr bei der Buchhaltung nach. Die kommen nicht mehr damit nach, neue Mitarbeiter einzustellen und auch anzulernen. Und dann haben wir auch angefangen, interne Prozesse zu machen. Das heißt also, wir waren zunächst mal selber Experten und auch Berater für Marketing und Vertrieb. Und wenn das erfolgreich wird, dann klemmt es meistens bei der zweiten Stelle und zwar bei den internen Prozessen. Neue Mitarbeiter, diese onboarden, einlernen, das Produkt sauber abwickeln und der letzte Punkt, Buchhaltung, Finanzen und all diese Themen. Und wir haben jetzt mittlerweile schon mehrere hundert Firmen auch in diesem Bereich beraten, aber bauen auch aktiv, wie zum Beispiel Juicery, selber Firmen auf. Das heißt, also, wir sind keine reinen. Das ist übrigens ein sehr, sehr geiles Projekt mit diesen Juicy. Da gibt es einen Laden auch in L.A., in Santa Monica. Heißt auch Juicy Dingsbums da oder so. Finde ich sehr, sehr cool. Ich wünsche Ihnen da echt alles Gute. Theoretiker und wer mal checken lassen möchte, wie schaut es denn aktuell bei meinem Marketing, bei meinem Vertrieb, bei meinen internen Prozessen aus und wie kann ich diese verbessern, der kann sich bei uns unverbindlich für ein Telefonat, für ein Analysegespräch bewerben. Hier unten ist der Link, da klickt man drauf und dann bekommt man von uns Case Studies zugesendet. Okay, Video ist zu Ende. Wo er jetzt die 1000 Euro gespart hat, meint er jetzt einen Rechtsanwalt oder was? Oder bei den Verträgen oder so Millionen verloren, um 1000 Euro zu sparen. Ich dachte irgendwie, da kommt was Cooles. Ich meine, war ein gutes Video. War ein gutes Video, oder? Ach, gib mir ruhig einen Daumen hoch. Abonniere meinen YouTube-Kanal. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Check die auch ab. Mein Name ist Michael Kotze. Ich bin der Rucksackunternehmer. Ich bin raus. Ciao.